Die folgende finstere Theorie stellt das Ende von Harry Potter völlig anders dar und lässt dich vielleicht auch zweifeln. Im heutigen Video werden wir eine faszinierende Theorie zu Harry Potter besprechen, die das Potenzial hat, das Ende der Geschichte komplett auf den Kopf zu stellen. Diese Theorie dreht sich um Lord Voldemort und ein Szenario, in dem er tatsächlich überlebt. Im Verlauf der Harry Potter Geschichte wird Voldemort zweimal erfolgreich besiegt. Seine erste Niederlage ereignet sich im Haus der Potters in Godric's Hollow, wo sein zurückprallender Todesfluch aufgrund von Lily Potters Opfer aus Liebe auf ihn selbst zurückprallt und seine Seele aus seinem Körper schleudert. Und das markierte das vorläufige Ende von Lord Voldemort und des ersten Zaubererkrieges. Allerdings befand sich Lord Voldemort keineswegs am Ende. Seine Seele war noch lebendig und strebte danach, in eine menschliche Gestalt zurückzukehren, um nach Macht zu suchen. Im Jahr 1995 tauchte Voldemort erneut auf, um die Kontrolle über die Zaubererwelt zu erlangen und alles zurückzuerobern. Zusätzlich wollte er sich an dem Jungen rächen, der ihn vermeintlich besiegt hatte und dem er nicht ganz gewachsen war. Jedoch lief auch dies für ihn nicht richtig gut, wie sich in seinem finalen Showdown mit Harry während der Schlacht von Hogwarts zeigte. Nach diesem letzten schicksalshaften Duell gilt es allgemein als anerkannt, dass Lord Voldemort tot ist. In den Filmen zerfiel Voldemorts Körper in tausende von Teilen und löste sich letztendlich ins Nichts auf. In den Büchern hingegen wurde der einstige dunkle Herrscher zu einer Leiche, wie jeder andere auch. Sein Körper wurde in einer Kammer neben der großen Halle geworfen, fernab von den Leichen von Fred, Tonks, Lupin, Colin Creevy und 46 anderen, die im Kampf gegen ihn gefallen waren. Schließlich, als der Krieg sich gelegt hatte, wurde Voldemorts Leichnam an einen Ort der Ruhe gebracht, eine Kammer innerhalb der Mauern von Hogwarts. Dieser wichtige Aspekt wird in den Filmen vollständig ausgelassen. Hier an einem nicht genau bestimmten Ort innerhalb des Schlosses sollte Voldemort für alle Ewigkeit ruhen. Aber ist das wirklich so passiert? Die Theorie, die ich euch heute vorstellen möchte, besagt, dass Lord Voldemort durch Horcruxe überlebt haben könnte. Ich möchte einmal ganz klar machen, dass die Theorie nicht von mir erfunden wurde, sondern ich sie auf Rechercheplattformen gefunden habe. Legen wir direkt los. Horcruxe sind, wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, Gegenstände, in die ein dunkler Zauberer oder eine Hexe einen Teil ihrer Seele eingepflanzt hat. Dies soll ihnen ermöglichen, nicht vollständig getötet zu werden und gewissermaßen eine Form der Unsterblichkeit zu erlangen, wenn ihr Körper zerstört werden würde. Jeder Horcrux bindet einen Teil der Seele des Individuums an die Welt der Sterblichen und verankert sie dort. Im Fall von Voldemort hat er zufälligerweise viele dieser lebenserhaltenden Objekte geschaffen. Am Ende der Geschichte hat Voldemort vermutlich keine Horcruxe mehr, weshalb Harry in der Lage war, ihn zu töten. Aber wie dem auch sei, heute werden wir die Möglichkeit untersuchen, dass Voldemort möglicherweise einen letzten Trumpf im Reich der Sterblichen hatte, der übersehen wurde. Einige Fans haben spekuliert, dass die Seele von Lord Voldemort nicht vollständig zerstört wurde, als Harry ihn am Ende der Saga besiegte. Stattdessen wird vermutet, dass ein Teil von Voldemorts Seele in Harry verborgen blieb und darauf wartete, die Gelegenheit zu nutzen, um seinen Körper zu übernehmen und sich zu regenerieren. Wir wissen, dass Harry die meiste Zeit der Bücher und Filme einen Teil von Voldemorts Seele in sich trug, bis zu seinem finalen Showdown mit Voldemort im Verbotenen Wald. Voldemort hob seinen Zauberstab, während sein Kopf noch immer zur Seite geneigt war, ähnlich einem neugierigen Küken, das sich fragte, was wohl geschehen würde, wenn er seinen Plan weiterverfolgte. Harry blickte zurück in die roten Augen und wünschte sich, dass es jetzt vorbei wäre, schnell, solange er noch stehen konnte, bevor er die Kontrolle verlieren und seine Angst offenbaren würde. Er beobachtete, wie sich Voldemorts Mund bewegte und ein grünes Licht aufblitzte, und dann war alles verschwunden. An diesem Punkt erwachte Harry in einer Art Vorhölle, wo er vor die Wahl gestellt wurde, ins Land der Lebenden zurückzukehren oder weiterzugehen. Das vorherrschende Argument dafür, warum Harry diese Möglichkeit hatte, ist, dass er nicht getötet wurde, sondern lediglich der Teil von Voldemort in ihm. Voldemort hatte leider unklugerweise seinen Körper mit Hilfe von Harry Potters Blut wiederhergestellt, was bedeutete, dass sowohl Voldemort als auch Harry durch Lillys Liebesopfer geschützt waren.
Dumbledore bestätigte dies. Er hat dein Blut genommen und seinen lebendigen Körper damit wieder aufgebaut. Dein Blut fließt in seinen Adern, Harry. Lilys Schutz ist in euch beiden. Er hat dich ans Leben gebunden, solange er lebt. Da Harrys Seele nun vollständig und rein ist, erhält er die Möglichkeit, in seinem Leben als Harry zurückzukehren, ohne den Teil von Lord Voldemort in ihm. Alles, was er zu diesem Zeitpunkt tun muss, ist sich dafür zu entscheiden, zurückzukehren. Aber genau da liegt der Knackpunkt. Die Methode, die Voldemort wählte, um Harry zu töten, war der Avada Kedavra-Fluch, von dem viele spekuliert haben, dass er die Seele aus dem Körper reißt und dadurch zum Tod führt. An diesem Punkt wird die Seele vom Körper getrennt. Der Körper verbleibt auf der sterblichen Ebene, während die Seele weitergeht. Von hier aus landet man an einem von drei Orten. Der erste Ort: entweder man kehrt als Geist auf die Erde zurück, vorausgesetzt man hat noch unerledigte Aufgaben dort. Zweiter Ort, man befindet sich in der Limbo-Zwischenwelt, wo Harry seine Entscheidung trifft, zurückzukehren. Oder drittens, man gelangt ins Leben nach dem Tod der Zauberer. Das Leben nach dem Tod wird in Harry Potter nie genau definiert, jedoch ist klar, dass es der beste Ort ist, den man nach seinem Tod erreichen kann. Wenn es tatsächlich das Stück von Voldemorts Seelenfragment war, das durch den Tötungsfluch zerstört wurde und nicht Harrys eigene Seele, stellt sich nur noch die Frage, warum Harrys Seele dann in die Vorhölle geschickt wurde. Nach der Logik der Theorie war Harry immer noch durch das Blut geschützt, das er und Voldemort teilten. Es gibt keine rationale Erklärung dafür, warum Harrys Seele zusammen mit dem Stück von Voldemorts Seele in die Vorhölle geschickt wurde. Das Argument, das die Theorie hier hervorbringt, ist, dass Voldemorts Seelenfragment in Harry nie zerstört wurde. Als Harry im verbotenen Wald von Voldemorts tödlichem Fluch getroffen wurde, erzielte der Zauber die beabsichtigte Wirkung. Er riss Harrys Seele aus dem Körper, aber aufgrund seiner Verbindung zum Reich der Sterblichen, also durch sein Blut, hatte er natürlich die Möglichkeit zurückzukehren. Nun stellt sich die Frage, was ist mit dem verstümmelten, babyähnlichen Wesen, das Harry in der Vorhölle sieht? Sollte es nicht repräsentativ für das kürzlich zerstörte Seelenfragment von Voldemort stehen? Harry drehte sich langsam um und seine Umgebung verschwamm vor seinen Augen. Er entdeckte die Quelle seiner Geräusche. Es war eine Gestalt, die wie ein kleines, nacktes Kind aussah und zusammengerollt auf dem Boden lag. Die Haut war rau und hart. Es zitterte unter einem Sitz, wo es zurückgelassen worden war. Unerwünscht, versteckt und nach Luft ringend. Die meisten Fans glauben, dass das auf dem Boden von King's Cross in Wirklichkeit das fragmentierte Stück von Voldemorts Seele war, das zuvor in Harry existierte. Schließlich trug Harry sein ganzes Leben lang einen Teil von Voldemort in sich, und daher scheint es naheliegend zu sein, dass er, wenn Harry stirbt und dieser Seelensplitter nun zerstört ist, ihm ins Jenseits folgt. Doch obwohl dies der Antwort sehr nahe kommt, ist es eigentlich nicht ganz korrekt. Laut J.K. Rowling war das Feststecken in der Vorhölle mit Harry lediglich eine Darstellung des gegenwärtigen Zustandes von Voldemorts Seele. Was genau war das verstümmelte, babyähnliche Wesen also? Es handelt sich um das letzte verbleibende Seelenfragment, das Voldemort besitzt. Als Voldemort Harry angreift, verlieren beide vorübergehend das Bewusstsein und ihre Seelen werden miteinander verflochten. In der Vorhölle erscheinen sowohl Harrys unversehrte und gesunde Seele, als auch Voldemorts verkümmertes und verstümmeltes Seelenfragment, wo Harry auf Dumbledore trifft. Wenn sich sowohl Harrys als auch Voldemorts Seelen in der Vorhölle befinden, stellt sich die Frage, wo sich dann das angeblich gerade zerstörte Seelenfragment in Harry befindet. Der Theorie nach lebt es weiterhin in Harry. Voldemort wurde zwar am Ende der Schlacht von Hogwarts besiegt, aber es war nicht das erste Mal, dass er in einem solchen Ausmaß verloren hat. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass er alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um in die Welt der Sterblichen zurückzukehren. Mit Voldemorts offensichtlicher Niederlage konnte die Zaubererwelt endlich einen kollektiven Seufzer der Erleichterung ausstoßen. Hogwarts wurde wieder aufgebaut, das Zaubereiministerium wurde neu strukturiert und die Winkelgasse kehrte zurück. Und Harry hatte an dieser Stelle die Möglichkeiten, normal aufzuwachsen und ein normales Leben zu führen. Aber an dieser Stelle wird es etwas komischer bzw. auch etwas finsterer. Die Theorie besagt nämlich, dass als Harry älter und mächtiger wurde, das parasitäre Seelenfragment immer noch in ihm schlummerte. Es wartete geduldig auf den Tag und speicherte seine Energie für den Moment, in dem es zuschlagen würde. Unbemerkt von Harry blieb dieser Teil von Voldemorts Seele in ihm verankert und entzog ihm unbewusst Energie. Er lernte von Harry und vor allem plante er seine Rückkehr. Die Theorie besagt, dass der Parasit in Harry an einem düsteren Tag stark genug werden würde, um Harrys Körper irgendwann zu beherrschen.
Dadurch würde Voldemort indirekt durch Harry wiedergeboren werden, indem er ihn als Gefäß benutzte, ähnlich wie er Quirrell benutzt hatte. Diese beunruhigende Theorie stellt das Happy End der Harry Potter-Reihe in Frage und wirft die Idee auf, dass die vermeintliche Harmonie in der Welt der Zauberer nach Voldemorts Niederlage nicht so dauerhaft ist, wie es zunächst scheint. Laut dieser Theorie lauern Voldemort und seine dunkle Magie immer noch im Schatten, bereit, wieder aufzutauchen und die Zaubererwelt zurückzuerobern. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Glaubt ihr an diese Theorie oder denkt ihr euch, oh mein Gott, was ist das für ein Müll? Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.